Barca-Talent für Schalke 04, Bayern will Rocker, wohl immer noch ein Österreicher für den FC. Und auch heute haben wir wieder einen brandneuen Adidas-Schuh für euch zu gewinnen. Das Leben des Tages, mein Name ist Nico. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Los geht's. Der FC Schalke 04 hat scheinbar das Rennen bei Juan Miranda gemacht. Juan Miranda ist ein 19-jähriger Außenverteidiger aus der zweiten Mannschaft vom FC Barcelona. Und der klassische Barcelona-Jugendspieler hatte vor 2-3 Tagen niemand auf dem Zettel, jedenfalls ich hatte den Namen selten gehört. Und jetzt wollte ihn die ganze Welt. Unter anderem soll Juventus Turin und Marseille großes Interesse gehabt haben. Und es sah vor 1-2 Tagen sogar so aus, als wäre der Transfer zu Olympique Marseille so gut wie durch. Aber scheinbar konnte man sich im letzten Augenblick nicht einigen. Wie das Ganze aussehen wird, kann man sich ungefähr so vorstellen. 2-Jahres-Leihe, Kaufoption für Schalke 04 eventuell, aber ganz sicher eine Rückkaufoption für den FC Barcelona. Man ist überzeugt von dem jungen Spieler und will die Kontrolle nicht verlieren. Deshalb höchstwahrscheinlich mit Rückkaufoption. Und das bedeutet natürlich, dass Hamza Mendil, der als letzte Saison als Außenverteidiger zu Schalke 04 kam, abgegeben werden sollte. Und das ist schon passiert. Der 21-Jährige wechselt auf Leihbasis eine Saison zum FCO Dijon in die Ligue 1. Das Startrennen einer der besten Jugendschmieden Frankreichs hat, ist kein Geheimnis. Der BVB weiß es ganz genau, denn da hatte man Ousmane Dembélé her. Und scheinbar, wie immer in Europa, wenn irgendwo ein junges Talent auftaucht, ist der BVB am nächsten kommenden Superstar dran. Eduardo Camavinga heißt der Mann, der letzte Woche als 16-Jähriger sein Debüt gegen Paris Saint-Germain gegeben hat und seine Mannschaft direkt mal zum Sieg führte. Und das ist natürlich noch absolut in der Gerüchtephase, aber der BVB soll eben Interesse an ihm haben und auch ein Kandidat für die Verpflichtung sein. Real Madrid hat scheinbar ein Monsterangebot für Neymar abgegeben, und zwar 100 Millionen Euro, Gareth Bale, James Rodriguez und Keylor Navas. Aber Paris hat kein Interesse. Man sagt, es sei noch nicht die Plattform gefunden, um einen Deal zu machen. Sprich, es reicht nicht. Zu wenig Geld. Und sind wir ganz ehrlich, ich glaube, dass Paris wenig Interesse an zumindest mal Gareth Bale und Keylor Navas hat. Außerdem soll Real Madrid inzwischen auch in das Werben um Marc Rocker von Espanyol Barcelona eingestiegen sein. Der Mittelfeldspieler wird ja schon seit einigen Wochen mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Zwischenzeitlich sah es so aus, als wäre dieser Transfer vom Tisch, auch weil Uli Hoeneß gesagt hat, die Transferplanungen sind abgeschlossen, aber nun könnte das Ganze wieder Fahrt aufnehmen. Rockers Berater sagt, wir haben noch über eine Woche Zeit, seine Ausstiegsklausel beträgt 40 Millionen und die müssen gezahlt werden. Es gibt eben Dinge im Leben, über die nicht verhandelt werden. Ja, und warum wird dieser Rocker-Transfer jetzt nochmal heiß? Ganz einfach, Renato Sanchez will den FC Bayern scheinbar unbedingt verlassen und hat auch scheinbar Interessenten, vor allem aus Frankreich. Denn wie RMC Sport berichtet, soll der OSC Lille bereit sein, die geforderten 30 Millionen Euro für Renato Sanchez mehr oder weniger zu bezahlen. Und Renato Sanchez soll großes Interesse am Projekt Lille haben. Ganz im Ernst, ich wünsche den Jungen inzwischen nur noch einen Neuanfang. Tut mir leid, liebe Bayern, das wird nichts mehr bei euch. Deshalb gebt den Mann ab. Lasst ihm eine Chance, seine Karriere zu retten. Und auch bei Jerome Boateng könnte noch eine Bewegung reinkommen. Das bestätigt Karl-Heinz Rummenigge im Sky-Reporter Marc Behrenbeck. Jerome ist ein Spieler, der spielen möchte. Wenn er nicht in einer gewissen Regelmäßigkeit spielt, wird er nicht zufrieden sein. Es wird nicht einfach, ihn in dieser Konstellation kontinuierliche Einsatzzeiten zu geben. Wir haben Gespräche in die Richtung geführt. Wenn er den Club verlassen möchte, dann muss er uns das mitteilen. Dann werden wir uns damit befassen. Aber die grundsätzliche Aussage muss von ihm kommen. Außerdem sagte Karl-Heinz Rummenigge, dass es bis jetzt noch kein offizielles Angebot für Jerome Boateng gegeben habe. So, sein Bruder Kevin-Prince Boateng, der ist ja bei Florenz im Vertrag und die haben es gestern offiziell gemacht. Franck Ribéry, 2 Jahre zur Fiorentina. Und ein weiterer ablösefreier Spieler, Daniel Sturridge, der ist ganz offiziell bei Trabzonspor. Freunde, ich habe euch versprochen, dass ihr diese Woche jeden Tag einen Schuh aus dem neuen Adidas Hardwired Pack gewinnen könnt. Zwei hatten wir schon, den Copper und den X. Und jetzt gibt's diesen Bad Boy hier. Das hier ist der neue Adidas Nemesis. Design für ultimative Ballkontrolle, dann könnt ihr euch vorstellen, wer den trägt. Richtig, das ist das Modell, mit dem Leo Messi diese Saison auf Torejagd gehen wird. Und vielleicht nicht ganz das Modell, denn der scheint ein bisschen groß zu sein. Das ist immerhin Schuhgröße 43. Wie auch immer, wenn ihr den Schuh gewinnen wollt, relativ einfach, in der Videobeschreibung oder im Pinned Comment auf den Link klicken, einmal teilnehmen, ihr wisst, wie es läuft, ihr müsst 18 sein, alles angeben, was gefragt ist, und dann werden die Gewinner von uns benachrichtigt für den neuen Nemesis. Und dann gibt's noch was Neues aus Köln. Thomas Murk von Rapid Wien steht vor einem Wechsel zum 1. FC Köln, zumindest wenn man Medienberichten glauben darf. Der Verein, also Rapid, hat es zwar erst vor kurzem noch dementiert, aber die Anzeichen scheinen sich zu verdichten, dass der Flügelspieler für 4,5 Millionen Euro zum FC kommt. Das war's für heute, Freunde. Hier findet ihr 2 weitere Videos von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.